Es haben bestimmt viele von euch die Veränderung im zweiten Stock bemerkt. Doch was hat es nun wirklich mit der mysteriösen Wand auf sich? Also wir haben die letzten Vorbereitungen getroffen für die Comp Gallery. Das ist jetzt ein neues Projekt an der Heilwelle oben. Wir laden Schüler ein, sich zu beteiligen und die Top-Fotos abzugeben zu einem gewissen Thema. Und wir hoffen, dass jetzt da so viele wie möglich beteiligen. Sie haben jetzt da über die Weihnachtsferien Zeit, zum Thema Winterzauberfotos abzugeben. Ja, und wir freuen uns auf die Ergebnisse. Nun hat das Warten ein Ende. 5, 4, 3, 2, 1. Von den zahlreichen Teilnehmern wurden nun die besten Fotos präsentiert. Die Jury, die aus den Comp-Lehrern besteht, hat eine gute Wahl getroffen. Ja, ich finde es ganz toll, dass wir heute diese Galerie hier, diese Wall of Fame Frame eröffnet haben bei uns an der Heilwelle oben, weil ich glaube, das ist einfach toll, wenn Dinge, die Schüler machen, im Haus präsent sind, wenn man die sieht. Außerdem ist es toll, dass diese Bilder jetzt nicht nur bei uns hier an der Schule zu sehen sind, sondern auch auf Instagram für eine breite Öffentlichkeit anzusehen sind und jetzt gemeinsam mit unserem Heilweh-TV, für das ihr hier arbeitet, wir im Internet gut vertreten sind mit unseren Medien, mit den Dingen, die die Schüler für Kommunikation und Mediendesign herstellen und machen. Die Wall of Frame ist nicht nur ein Eyecatcher, sondern auch eine Motivation für alle Comp-Schüler, ihr Können in der Fotografie unter Beweis zu stellen.